Hallo Leute, heute reden wir mal über die Krankheit Lupus. Lupus Inflammatoris steht auch in der Videobeschreibung. Aber bevor ich damit anfangen werde, bitte ich euch noch das Video direkt anfangen, einen Daumen hoch zu geben, um das Thema so schnell wie möglich lebe zu verbreiten. Die Leute, die das Video jetzt hier sehen. So, fangen wir das ganze Thema mal an. Lupus ist eine Autoimmunerkrankheit. Das heißt, das Immunsystem stellt sich gegen den eigenen Körper und deutschlandweit sind ungefähr 30.000 bis 40.000 Menschen davon erkrankt an Lupus. Und das Immunsystem halt stellt sich gegen den Körper und einige Symptome sind zum Beispiel Gelenkprobleme und zum Beispiel das Lupus greift auch auf die inneren Organe an. Und natürlich auch wie das Hautorgan. Bei manchen Menschen kann da entweder die Symptome sind sehr unterschiedlich, wie Lupus dagegen vorgeht gegen den Körper. Manche Menschen werden dadurch innerlich, Organe werden dadurch beschädigt. Das ist, kann den gesamten Körper betreffen. Aber gibt auch Menschen, wo zum Beispiel das Äußere beschädigt ist, wie zum Beispiel Entzündung im Gesicht, in das Gesichtsbereich, oder zum Beispiel, wenn das ganz schlimm ausgeprägt wird, kann sein, dass zum Beispiel hier eine halbe Unterlippe zum Beispiel fehlt, bei bestimmten Patienten, die das haben. Und das Ganze kann man auch behandeln. Daraus gibt es so gewisse Tablette, aber da muss man sich mit dem Arzt sich absprechen. Und dann bekommt man die Tablette und dadurch soll das Immunsystem gehemmt werden, dass das Immunsystem halt eben seinen eigenen Körper nicht mehr selber beschädigen tut und das Ganze einzuschränken. Aber hier so muss man auch sagen, Lupus ist eine unheilbare Krankheit, sprich ist auf Dauer keine Lösung und früher oder später wird der Körper dadurch richtig geschwächt sein. Aber auch wie bei jeder Krankheit, auch wie bei dem S, wie ich damals angesprochen habe, die Menschen kann es mal besser gehen und mal schlechter. Und wenn ihr weitere Fragen über das Thema habe, über das Thema Lupus, könnt ihr es gerne unten in die Kommentare stellen. Und wenn ihr noch weitere Vorschlag haben sollte, über welche Krankheit ich noch reden soll, könnt ihr es gerne in die Kommentare stellen. Und wenn ihr mehr über Lupus erfahren wollt, dann werde ich jetzt für euch unten in die Videobeschreibung eine Webseite davon verlinken. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen und euch über das Thema näher informieren, weil ihr müsst immer denken, jeder kann davon betroffen sein. Auch in meinem Bekannten-Umkreis hat das einer. Und deshalb, auf jeden Fall informiere ich euch über das Thema. Wie gesagt, Link in die Beschreibung. Und auch nochmal hier am Ende könnt ihr das Video gerne einen Daumen hoch geben und teile, um das Thema halt so, um das Video halt, um das Thema allgemein mit Behinderung mehr zu verbreiten. Da sage ich mal, wir sehen uns das nächste Video, Leute, und haut rein.